Verdrängte Jahre. Bahn und Nationalsozialismus in Österreich. 1938 bis 1945. Eine Dokumentation der ÖBB Holding AG. Nächster Halt, Graz. Hier in der steirischen Landeshauptstadt im Graz-Museum. Also ein neuer Ort, neue Begegnungen. Darf ich nun den Direktor des Museums, Herrn Otto Buchreiter, um seine Worte bitten. 2013 ist das Jahr, in dem sich der sogenannte Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich oder Novemberpogrom in der sogenannten Reichskristallnacht mit anschließenden Bahntransporten nach Dachau zum 75. Mal jährt. Aus diesem Anlass darf ich Sie sehr herzlich bei dieser Eröffnung der ÖBB-Wanderausstellung Verdrängte Jahre, die Bahn im Nationalsozialismus in Österreich hier im Graz-Museum begrüßen. Sie steht, wie Frau Stadträtin Lisa Rücker heute in der Pressekonferenz ausgeführt hat, in einer Reihe von Gedenkveranstaltungen zu 1938-2013. Mein Dank gilt naturgemäß den Kooperationspartnern, den österreichischen Bundesbahnen, allen voran an Generaldirektor Christian Kern, der Projektleiterin Traude Kogoi, ein Universitätsprofessor Radkolb für die wissenschaftliche Begleitung, Mili Segal für das Kuratat, für die Gestaltung der Ausstellung und Alfred Klein-Wiesenberg, der seine Sammlung eingebracht hat und der sein ganzes Wissen zur Bahngeschichte in dieses wichtige Projekt eingebracht. Vielen herzlichen Dank. Im Graz-Museum selbst möchte ich sehr herzlich danken meiner Kollegin, die ja mit mir das Stadtmuseum leitet, Sibylle Dienesch, für die Projektsteuerung und Annette Reiner, die nicht nur die Projektleitung hatte, sondern auch wesentlich beteiligt war an der Entwicklung eines eigenen Steiermarkteils in dieser Ausstellung, gemeinsam mit Heimo Halbreiner, der die wissenschaftlichen Texte dazu geschrieben hat. Die Bahn im Nationalsozialismus. Mit der Bahn ist das Vorzeigeunternehmen der nationalsozialistischen Wirtschaft gemeint, die Deutsche Reichsbahn. Sie spielte eine zentrale Rolle bei der Endlösung, in deren Dienst sie ab Herbst 1941 über 3 Millionen Menschen in die Vernichtungslager transportierte. Dieses Thema steht aus meiner Sicht zu Recht neben dem furchtbar geahndeten Widerstand der Eisenbahner und der Zwangsarbeit im Vordergrund der Ausstellung. Eher in den Hintergrund treten die Bedeutung der Bahn für die Kriegswirtschaft allgemein und für die Kriegsführung selbstverständlich oder für Fahrten zu den großen Massenveranstaltungen wie die Reichsparteitage oder für die Kraft durch Freude reisen. Die Bahn im Nationalsozialismus. Der irreführende Begriff Nationalsozialismus verband bekanntlich die Glorifizierung der nationalen Vergangenheit mit dem Versprechen einer revolutionären neuen Zeit. Das Ergebnis: 45 Millionen Tote quantifizieren das Ausmaß des politischen Verbrechens mit dem wahnhaften Ziel der Reinhaltung germanischen Blutes und der rassisch begründeten Weltherrschaft. Insbesondere dieser paranoide, rassistische Antisemitismus, genauer Antijudaismus, mit rund 6 Millionen industriell ermordeten Juden und Jüdinnen, gibt dieser Zeit von 1933 bis 1945 ihre einzigartige Monstrosität, die noch heute wie ein Albtraum auf uns liegt. Das Graz-Museum, beziehungsweise früher das Stadtmuseum Graz als historisches Museum der Stadt,
war sehr gerne Partner der ÖBB, wenn es darum ging, der Zerstörung von Erinnerung an dieses singuläre politische Verbrechen entgegenzuwirken. Gegen die österreichische Variante der Unfähigkeit zu trauern. Verdrängte Jahre, die Ausstellung über die Verstrickung der Bahn in die nationalsozialistischen Verbrechen, steht in einer, wie ich glaube, guten Tradition in diesem Haus. Ich darf nur aus der großen Reihe ähnlicher Veranstaltungen und Ausstellungen erwähnen, die Kunst der Anpassung, wo wir auch ein System, nicht jetzt ein wirtschaftlich-technisches System wie die Bahn, sondern das Kunstsystem genau in einer Ausstellung vor Augen geführt haben. Ich darf erinnern an Überlebensgeschichten, eine Ausstellung, in der man nichts gesehen hat, ob die Zeugen der Übergriffe von 1938 gehört hat. Und für mich natürlich die wichtigste Ausstellung, das Ergebnis einer 10-jährigen Forschungsarbeit unsichtbar über Verfolgung und Widerstand in der NS-Zeit des Geschichtsvereins Lyon. Um jetzt eben die wichtigeren und die größeren Ausstellungen zu nennen. Aus diesen und aus den anderen, auch Überblicksausstellungen hier im Haus, wissen wir, dass es an rechtsradikalen Tätern in der Steiermark auch in der Zeit vor dem Ständestaat nicht gemangelt hat. Dass in unserem Zusammenhang mit unserer Ausstellung über Peter Rossecker, die wir Anfang August eröffnet haben, naheliegende Beispiel ist der Sohn des Dichters der Waldheimat, Hans Ludwig Rossecker. Dieser sah in den Juden, Hitlers Weltvergiftern aller Völker, stets das Weltgift, das sein Vater, Peter Rossecker, leider eben zu wenig bekämpft hätte. In Rosseckers Heimgarten, so hieß die Schrift nach dem Ableben von Peter Rossecker, in Rossekers Heimgarten schlägt Hans Ludwig Rossecker, sein Sohn also, im Jahr 1919, im Artikel Verjudung zur Lösung der Judenfrage ein Riesenpogrom vor. Im Vergleich dazu ist nicht einmal in Hitlers Mein Kampf die physische Vernichtung der Juden Europas direkt und schlüssig explizit nachzuweisen. Es verwundert also nicht, dass die NSDAP Österreich, die von einer steirischen Heimwehrsplittergruppe gegründet worden war, in der Steiermark einen überproportionalen hohen Anteil hatte, dass kurz vor dem Anschluss schon der Innenminister Seyss-Inquart nach Graz kommen musste, um noch größere Exzesse der Nationalsozialisten zu verhindern. Und der Bürgermeister SS-Obersturmführer Julius Kaspar, dessen Biografie bis heute nicht geschrieben ist, konnte schon im März 1940 die Gauhauptstadt für judenfrei erklären. Im März 1940. Ich glaube, dass personalisierende Dämonisierung des Nationalsozialismus trotz all der Schrecklichkeiten, die ich jetzt auch angedeutet habe, ein ungeeignetes Mittel der historischen Aufarbeitung ist. Und ebenso Lobreden auf die Errungenschaften und Eigenschaften der Verfolgten und der Ermordeten. Es geht um die Wendung auf das Subjekt. Es geht darum, die Mechanismen der Täter deutlich zu machen. Die Wahrheit ist konkret. Und verdrängte Jahre gibt aus meiner Sicht eine sehr gute Gelegenheit, sehr genau auf das System der mörderischen Vernichtungsbürokratie und dieser selbstmörderischen Kriegsmaschinerie im technisch-ökonomischen Bereich der Eisenbahn schauen zu können. Und damit auf die Handlungsspielräume zwischen bedingungsloser Gefolgschaft und Denunziantentum einerseits und mutigem Widerstand, der gerade in der Steiermark überproportional stark war, andererseits. Am Beispiel Bahn, und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen, kann besichtigt werden, wie ein wahnwitziges System in den Abgrund sprang, wie Adorno in dem 1945 veröffentlichten Minima Moralia schrieb. Und ich darf nochmal
Adorno zitieren. Und man hat vorweg die anderen hinabgestoßen des Glaubens, damit von sich selber es abwenden zu können. Während sie alles gewannen, so Adorno weiter, wüteten sie schon als die, welche nichts zu verlieren haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Im Zusammenhang mit dem Holocaust hört man immer wieder, leider immer noch, diesen Satz: Sie haben es halt nicht gewusst. 1938, 39 haben Mütter ihre Babys, ihre kleinen Kinder in Züge nach England gesetzt. Sie wussten nicht, wo ihre Kinder hinkommen würden. Sie wussten nicht, ob man einander jemals wiedersehen würde. Sie wussten nur, dass diese Jugendlichen wahrscheinlich überleben würden. Und da hat Mann nichts gewusst.